So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hollow Knight. Wir sind hier in der Station der Königin. Wir müssen allerdings die Station noch für uns als Hirschkäferstation freischalten, aber das sollte kein Problem sein. Wir haben auch die Pilzöde und Cornifer gefunden. Und hier kommen wir nicht hoch. Also müssen wir erstmal in der Pilzöde ein bisschen weiter suchen. Das will ich haben! Mann. Diese Maskenteile sind halt so weit wie die Herzteile bei The Legend of Zelda. Ich weiß gar nicht, haben wir da schon mal welche gefunden bisher? Bisher nicht, nö. Hör auf mich an zu, was auch immer du da tust. Das war dumm von mir. Sie droppen jetzt auch nicht allzu viel Geo. So, hier müssen wir uns umsehen. Vor allem nach Geo. Ich könnte es natürlich von der Bank abheben, aber... Ach, erstmal nicht. Was ist das denn für einer? Oh, der explodiert. Es gibt mir entschieden zu viele explodierende Gegner. So, wir kratzen alles an Geo zusammen, was wir hier kriegen können. Heute wird kapitalisiert, was da Zeug hält. Da ergibt Raubtierkapitalismus mal eine ganz andere Bedeutung. Das ist... Oh, die sind ätzend. Die können auch durch ihre eigenen Explosionen draufgehen, aber es ist ätzend. Vor allem, weil die überraschend viel aushalten und... Jetzt haben wir kaputt, genau. Weil da überraschend wenig Geo bei rumkommt und ich bin jetzt hier gelandet. Na super. Gut, ich kann natürlich auch hier erstmal klartauen, hier runter. Hier wieder hoch. Ich ignoriere die Viecher jetzt einfach. Oh, was haben wir denn da? Ein Siegel von Heilands Nest. Wie gesagt, die kann man an einer Stelle im Spiel mal gut gebrauchen. Diese Stelle ist zwar noch nicht hier, aber... Okay, hier geht's auch nur da lang. Dann einmal hier lang. Da. Mal raus mit der Knete. Yay, Geo. Also von hier aus, dieser Weg ist gar nicht eingezeichnet. Schauen wir doch mal, was es hier gibt. Ja, Pilze, die klingen wie Owen Wilson. Und immerhin 8 Geo droppen. Alles Taktik, sich einmal treffen lassen. Okay, wo geht's denn hier hin? Ah, verstehe. Dann können wir hier den Weg öffnen. Und dann schauen wir mal, wo es hier hingeht. Ah, ich glaube, das hier könnte so eine Art Pilz-Mini-Boss sein.
Aua. Mist, das bleibt auf dem Boden. Oh, Kacke. Der erste ist auch schon platt, na dann. So, Freundchen. Und danach haben wir auch auf jeden Fall das Geld, das wir brauchen. Wobei ich jetzt erstmal neu kriege. Oh, was kriegen wir denn dafür? Talismansockel, das ist geil. Das heißt, wir können jetzt eventuell einen schwachen Talisman mehr ausrüsten. Und der scheint es ein Dorf zu geben. Und hier geht's. Ne? Das ist schon ein längerer Weg, der sich hier öffnet. Aber die dicken Pilze. Ach, es kommt immer wieder einer wieder. So. Die bringen Knete, das ist nicht schlecht. Das mag ich. So, um zurückzukommen, müssen wir nach unten da lang. Dann schalten wir mal die Station frei. Das ist auf jeden Fall erstmal eine gewisse Priorität. Dann sind wir nämlich auch wieder mobil in unserer Ortswahl. Ich meine, wer will schon die ganze Zeit an einen Ort gefesselt sein? Moment, nicht hier, hier. So, Karte aktualisiert und jetzt Geo einwerfen. Mal schauen, was der Hirschkäfer zu sagen hat zu dieser Station. So, jetzt kommt wieder der Stimmzerstörer. Du hast nun einige Hirschkäferstationen geöffnet, nicht wahr? Ich bin dankbar für die Gelegenheit, aufs Neue das Königreich zu bereisen. Je mehr Orte ich besuche, desto mehr Erinnerungen kommen zurück zu mir, als würden auch die Hirschkäfer Wege meiner Gedanken wieder bereist. Öffne weitere Stationen und meine tiefste Dankbarkeit ist dir sicher. Ah, das erfreut mich. Die Station der Königin wurde wieder geöffnet. Dieser Ort war ein geschäftiger Verkehrsknotenpunkt. Gut gelegen für Reisende, welche die äußersten Ränder des Landes besuchen wollten. Du bist ein wahrer Entdecker, diesen Ort zu finden. Sonst sagt er nichts Neues? Ja, sagt nur das Übliche. Gut. Zack. Und weiter geht's. Zurück zu den Pilzen. Übrigens werden wir später einige Gebiete, einfach dadurch, dass sich uns weitere Wege öffnen und wir nicht mehr ganz so komplizierte Wege gehen müssen, deutlich einfacher gestalten als vorher. Dachte ich irgendwie, ich jetzt einfach... Es ist langwierig und die haben kaum Geo dabei. Oh, Moment, da fällt mir was ein. Ach nee, da unten bei Cornifer kamen wir noch nicht weiter. So war das. So. Okay, dieser Ort ist augenscheinlich nicht von Bewandtnis. Sind wir da in einer Perspektive, in der der nicht auf uns schießt? Wie geil war das denn? Das muss einmal öfter passieren.
So, wir gehen nach hier oben. Ah, ich hätte schauen können, ob ich was Neues in den Sockel setzen kann. Da muss ich jetzt bis zur nächsten Bank mit warten. Wenn ich nicht so einen Müll mache hier. Das war gerade sehr ungeschickt. So, dich mache ich platt. An sich ziemlich einfache Gegner, aber die bringen unfassbar viel Kohle. So, ich schaue erstmal hier oben. Wo geht's? Ach, da geht's zur vergessenen Wegkreuzung hoch. Aber da gab's, glaube ich, einen Weg, der musste erst wieder geöffnet werden, oder? Und es geht hier auch zur Seite jeweils. Und das war dumm von mir. Okay, hier komme ich nicht durch, da brauche ich was für. Hier kommt man zur Seite. Und hier kommt man einem Haufen komischer Säure vorbei. So. Das lief gut. Den ignoriere ich jetzt einfach. Bin ich dann tatsächlich einfach wieder bei der... Ach, das ist ein Punkt, den wir aber so noch nicht hatten. Also hier waren wir noch nicht direkt. Aber da öffnen uns wahrscheinlich jetzt einen Weg nach oben mit, oder? Vergessene Wegkreuzung. Nee, das ist tatsächlich ein Ort, den wir schon kennen. Interessant. Damit sind wir nämlich wieder hier. Hier will ich ja im Moment gar nicht hin. Also? Ah, ich verstehe, hier sind wir vorher nicht weitergekommen, weil uns der Dash gefehlt hat. Man kann also den Ort auch das erste Mal von oben erreichen. Dann gehen wir jetzt gleich erstmal da nach rechts. So, und hier mal nach rechts und schauen mal, wo es hier hingeht. Ah, den kenne ich. So, jetzt hier eine Sache erstmal schauen. Der ist wichtig. So, wir haben genug für einen Talisman Platz mehr. Das Ding hier braucht zwei, das Ding braucht einen. Das Ding braucht zwei, das Ding braucht ebenfalls zwei. Ist mir ehrlich gesagt auch lieber als der Fuhrer der Gefallenen. Der Seelenfänger sorgt dafür, dass man mehr Seele kriegt. Ich will aber den Kompass nicht aufgeben, um dafür den Baldur-Panzer zu nehmen. So. Wie spreche ich denen? Beinfresser. Versuche nicht, dich vorbeizuschleichen. Ich kann dich riechen. Hast du viel Geo eingesammelt? Gib mir Geo und dann zeige ich dir etwas Nettes. Ja, man muss tatsächlich dafür bezahlen. Einfach nur es sehen zu können. Lass mich dir etwas zeigen. Sieh her! Willst du sie? Wenn du sie wirklich, wirklich willst, dann tausche ich sie. Für mehr Geo. Mehr Geo. Fragiles Herz, fragile Gier, fragile Stärke. Wer sich jetzt fragt, was es damit auf sich hat, fragile Sachen sind ebenfalls Talismane, die allerdings sehr mächtig sind, aber beim Tod zerstört werden. Also sobald man sie ausgerüstet hatte.
Ich werde mir die auf jeden Fall alle besorgen, einfach schon wegen einer Sache, die später noch kommt. Und wie ihr seht, die sind teuer. Gerade fragile Stärke. Hier sind wir vor, fragiles Herz. Das hier ist sehr wertvoll. Ein wunderschöner Talisman. Ich habe ihn für dich gemacht. Wenn du ihn hältst, wirst du dich viel besser fühlen. Wenn du Angst davor hast zu sterben, brauchst du diesen Talisman. Fragile Gier. Ein ganz, ganz besonderer und wertvoller Talisman. Möchtest du mehr Gio finden, dann halte diesen Talisman und geh jagen. Bring anschließend das Gio, das du findest, zu mir. Du bist schwach, oder? Das ist bei fragile Stärke. Dann solltest du mir mehr Gio geben. Wenn du das tust, werde ich dir diesen Talisman geben, den ich hergestellt habe. Er wird dich stärker machen. Deine Feinde und alle anderen auch werden dich endlich fürchten. Jep, das ist halt ein Händler. Das sollte mir jetzt auch auf der Karte angezeigt werden, ja. Interessantes Symbol für den, aber das müssen wir uns merken, weil bei dem kriegen wir halt Charms. Und die sind durchaus nicht ohne. So, dann müssen wir uns jetzt da unten weiter umsehen. Und übrigens, Cornefa hat ja auch von einer Truppe gesprochen, die es da wohl gibt. Seltsame, schlanke Wesen oder dürre Wesen. So. Aua! So. Und hier geht's sonst auch nirgendwo hin, also da einfach rechts weiter. Okay, es gibt wieder komische Fliegeviecher. Ich hasse die Viecher einfach. Auch wenn sie noch nicht mal besonders schwierig sind, ich werde bei denen gerne übermütig. Wo sind wir hier? Okay, das ist einfach nur Säure, sonst nichts. So, das wirst du bereuen. Sag ich doch. Ich gehe mal kurz hier hin, einfach nur um diesem Sprengkörper, sage ich mal, auszuweichen. Ich wollte auf die Karte schauen. Es geht noch rechts weiter, so wie es aussieht. Jo. Hier will ich mich erstmal umsehen. Wir gedenken des Ältesten. Das ist also einfach nur ein Gedenkschrein. Aber es scheint da auch noch andere Wege nach rechts zu geben, da in dem anderen Raum. Aua, ach, das Ding hat auch Kontaktschaden, okay. So, und hier geht's nicht irgendwie lustig weiter, nö. Okay, dann muss ich da wohl jetzt nach unten links. Cloth. Das ist übrigens eine Zikade. Aha, die winzigen Schritte einer winzigen Kreatur. Du siehst wie ein Abenteurer aus, also haben wir viel gemeinsam. Du suchst nach gefährlichen Orten, ja? Nun, da bist du auf dem richtigen Weg. Eine langhalsige Kreatur hat mich vor einem Stamm in der Tiefe gewarnt. Krieger, so sagt sie, und mich dürstet es förmlich nach einem richtigen Kampf. Erinnert mich ein bisschen an eine... Also Havel für Arme, also Havel aus Dark Souls. Zumindest mit der Keule. Mach's gut, mein abenteuerlicher Freund. Bleib am Leben, auf dass sich unsere Wege wieder kreuzen.
Sagt nichts anderes, okay. Ja, Cloth ist schon irgendwie putzig, finde ich. Oh, Moment. Ach nee, das muss ich von da aus machen. Nee, das muss ich besser hinkriegen. Ah, knapp, aber machbar. Ja! Ich bin ein Genie. Boing, boing. Also hier kann man sich natürlich noch weiter umsehen. Ah, okay, das hier scheint so ein... Ah, das ist einfach nur ein schneller Weg wieder nach oben. Okay, da geht's auch noch weiter runter. Warum müssen die alle immer explodieren? Wow, der hat aber eine ordentliche Reichweite. Hornet? Was macht denn Hornet hier? So, mal das dann wieder Seele auffüllen. Und ich würde sagen, mache ich hier einen Schnitt. Und in der nächsten Folge folgen wir dann mal Hornet. Ich meine, was macht die hier? Was will die da? Was gibt's da vielleicht zu finden? Mysteriös, mysteriös. Naja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst konstruktive Kritik oder auch andere Kommentare da. Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Hollow Knight. Bis dahin, cheerio!